Knoblauch sorgt für eine leckere Würze und ist aus vielen Küchen kaum wegzudenken. Die aromatische Knolle ist außerdem gesund. Sie enthält Nährstoffe, die antibakteriell und blutdrucksenkend wirken. Einige Menschen vertragen das Lauchgewächs jedoch nicht. Warum, ist noch nicht geklärt. Ursachen sind vermutlich die im Knoblauch enthaltenen Schwefelverbindungen, die für den charakteristischen Geschmack des Lauchgewächses verantwortlich sind. Folgende Symptome sind typisch für eine Knoblauchunverträglichkeit. Erstens, Magen-Darm-Beschwerden. Betroffene leiden etwa an Durchfall, Bauchschmerzen und Blähungen. Zweitens, Völlegefühl und Übelkeit. Nach dem Verzehr von Knoblauch fühlen sich viele Betroffene unangenehm voll und müssen häufig aufstoßen. Mitunter kommt es zu Übelkeit und Erbrechen. Drittens, Katergefühl. Einige Menschen, die an einer Knoblauchunverträglichkeit leiden, fühlen sich nach einem knoblauchreichen Abendessen wie nach einem Alkoholrausch. Sie haben etwa starke Kopfschmerzen, Kreislaufprobleme, extremen Durst, eine pelzige Zunge und einen unangenehmen Geschmack im Mund. Komplett auf Knoblauch zu verzichten, ist nicht immer nötig. Betroffene können folgende Tipps ausprobieren. Frische Zehen verwenden, da diese weniger Sulfide als getrockneter Knoblauch enthalten. Knoblauch möglichst nicht roh verzehren, sondern garen. Knoblauchzehen vor der Verwendung einige Stunden in Milch ziehen lassen. Knoblauchzehen in Butter oder Öl leicht andünsten lassen und wieder herausnehmen, bevor andere Zutaten hinzugefügt werden. Das Herzstück der Zehe entfernen, da hier die meisten Schafstoffe enthalten sind.